Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute etwas Interessantes mitgebracht und zwar aus dem Hause Super 7 zu ihrer Ultimate Toylines und zwar in dem Falle von Thundercats. Ja, wir haben Jackalman. Wir sehen hier eine schön gestaltete Box. Hier in der Mitte das Zeichen von Mumra auf ja, die doppelte Schlange. Schwarz auf glänzenden Rot, auf glänzender Rotlackierung. Ansonsten ist die unspektakulär. Hier oben sehen wir nochmal das Ultimate-Zeichen und auf der Rückseite das Thundercats-Logo. Ja, das ist halt eine Slipcover-Box, das heißt, wir können das Ding jetzt auch hochheben und schaue da, da haben wir Jackalman. Ja, einer der, ja, Gegner von den Thundercats. Schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Wir sehen auf jeden Fall wieder einiges an Zubehör dabei. Und wir sehen halt unterschiedliche Köpfe und Waffen. Ja, finde ich jetzt erstmal schon mal ansprechend. Soweit hier haben wir nochmal Thundercats Logo und Jackalman. Ja, und auf der Rückseite sehen wir nochmal so eine Art kleine Bio von ihm. Und halt so ja, ein Artwork von verschiedenen Thundercats und halt auch von Mumra. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir Jackalman aus und schauen uns mal an, was er alles mit sich bringt. So, und hier haben wir Jackalman ausgepackt. Ja, ich finde die Figur jetzt eigentlich erstmal sehr anspruchsvoll. Also ich finde die geschmacklich sehr, sehr schön. Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Ja, das Gesicht ist sehr schön gestaltet. Die Augen auch schön bemalt. Da kann man echt nicht meckern. Wir sehen hier die Rüstung auch sehr schön gestaltet. Ja, auch die Rückseite. Muss man ja schon echt sagen. Das haben sie wieder mal schön hingekriegt. Ja. Jackalman ist so, wie er jetzt hier steht, knapp 18 cm groß. Ja, da ja die Ultimates von Thundercats quasi auf die Masters of the Universe Classics Figuren basieren, da sie ja schon einige Teile mit ihnen teilen, sind sie dementsprechend halt natürlich auch beweglich. Das heißt, der Kopf ist frei beweglich, sehr schön, die Arme, naja, gehen schon einigermaßen nach oben, aber werden halt auch schon durch die Rüstung und dem Fell halt aufgehalten, wobei es die gehen halt doch schon ein bisschen mit. So schlimm ist es auch nicht. Nach vorn und nach hinten ist klar. Auch da sind natürlich die Einschränkungen durch die Rüstung. Oberbizepsgelenk, ein einfaches Ellbogengelenk, ein Handgelenk zum Drehen und das unschöne Brustgelenk, was hier ziemlich locker ist, finde ich. Ein Hüftgelenk. Ja gut, die Beine kann er auch schön nach außen machen, nach hinten, Hose, ein Oberschenkelgelenk, ein einfaches ein Stiefelgelenk, Fußgelenk zum Hoch- und seitlich drehen. Ja, soweit finde ich den eigentlich sehr schön gestaltet. Er kommt natürlich auch einiges an Zubehör. Hier hat er zum Beispiel die beiden offenen Hände und er kommt auch noch mit zwei Greifhände. Da bin ich mal gespannt, weil hier zum Beispiel die Hand finde ich doch schon ziemlich eng. Wie das dann halt mit den dazugehörigen Waffen ist. Apropos Waffen. Fangen wir damit an. Er kommt einmal mit diesem Blaster. Auch das ist sehr schön
designt worden, ist in einen Gunmetal Schwarz Anthrazit mit leichten Glitzereffekten drauf gegossen worden, finde ich soweit okay. Gut, hier haben wir auch schon wieder solche großen Angriffspunkte. Finde ich jetzt nicht okay, aber ist in Ordnung. Also sie fallen nicht so schlimm aus wie bei Pantro. Dann hat er nochmal einen zweiten Blaster. Der ist in einem zweifarbigen Design. Farbe ist ein dunkler lila Ton und die Akzente sind halt mit diesen glänzenden Black Gunmetal halt bemalt. Finde ich eigentlich auch gar nicht, keine schlechte Idee. Dann kommt er auch mit einem Gewehr, Blastergewehr. Auch hier ist, würde ich mal sagen, die Grundfarbe dieses dunkle Grau und halt auch so ein paar Partien halt in diesen Gunmetal ja, bemalt. Sie ist eigentlich eine ganz schlichte Waffe. Kein großartiger Schnickschnack dran. Aber naja, sie ist dabei. Es ist halt eine Ultimates-Figur. Dann kommt er mit einer Keule. Die finde ich sehr schön designt. Man könnte jetzt tatsächlich meinen, die kommt aus einem Zelda-Spiel rausgesprungen. Ja. Aber es ist halt, ne? Na? Ist halt doch schon schön designt. Auch so ein bisschen mit Wash bearbeitet, sodass wir auch ein bisschen was von den Konturen sehen können. Ja, ist voll und ganz okay. Ist auch nicht. Ja. Ist schön gestaltet. Dann kommt er noch mit einer Axt. Oder in dem Fall ist das, glaube ich, nee, das ist doch eine Axt. Auch die ist sehr schön gestaltet. Hier vor allem die Klinge ist halt auch wieder in ein Silbermetallic bemalt worden. Auch sieht man hier sehr schön detailreich die Kerben, die da drin sind. Und der ganze Stock ist halt aus Holz und ist dann auch dementsprechend modelliert und auch bemalt worden. Also, da kann man manchmal über Super 7 sagen, was sie wollen, aber bei den Ultimates geben sie quasi Vollgas. Ob das jetzt Turtles sind oder die Thundercats oder Conan. Ja, also die ich bis jetzt in der Hand hatte, sind alle soweit okay. Dann kommt er natürlich auch mit dem Wechselkopf, den man ihm ganz locker den einen abmacht. Und hier sieht man auch schon, dass quasi das ganze Fellkonstrukt mit als Teil dabei ist. Ne? Also die Rüstung kann man so abmachen. Und dann kommt quasi so ein recycelter Beastman-Körper dabei hervor. Ja, und dann packt man ihm das hier wieder vernünftig drauf. Wobei man könnte jetzt drüber diskutieren, dass der, oh Gott, wieder schwer Kopf, schwer drauf. So, jetzt ist er drauf. Dass eigentlich der Fellansatz hier vorne auch in diesen hellen Ockerfarben oder Beigefarben hätte sein müssen. Ja, und hier haben wir jetzt den Wechselkopf. Schön in Kampfeslaune, schön modelliert mit den Zähnen. Die sind auch gar nicht so schlecht bemalt, muss ich echt sagen. Also gefällt mir richtig. Ja. Und dann kann man jetzt auch schon wieder sagen, das war's. Sollte euch dieses Video gefallen haben, liked es, teilt es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.